hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wenn ihr offenen Kontakt mit Außerirdischen wollt, der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 1. Dezember 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir warten auf unseren nächsten großen Auftrag von unserer Überseele, denn unsere Überseele ist jederzeit in direkter Kommunikation mit uns und unsere Überseele existiert in der 11. Dimension. Sie hat also einen größeren und besseren Überblick über das, was im ganzen Universum vor sich geht. Wir genießen es, unsere Aufgaben zu bekommen, denn wir sind gerne im Dienst. Wir haben gerne eine Mission und einen Zweck, genau wie ihr alle. Wir schlagen vor, dass ihr euch still hinsetzt, die Augen schließt und die Stille genießt, das Nichtstun für eine Weile genießt und statt es als lästige Pflicht anzusehen, eure Gedanken loszulassen, seht es als befreiend an. Du kannst dich für eine Weile von deinem sehr aktiven, denkenden Verstand befreien, während du eine Art Impuls erwartest, eine Art von Anweisungen, von denen du weißt, dass sie von deinem höheren Selbst kommen, wegen ihrer Natur, wegen der Schwingung, die sie enthalten. Ihr könnt dies jeden Tag tun. Ihr könnt es zweimal am Tag tun oder öfter. Ihr könnt jetzt mit dem offenen Kontakt zu einem höherdimensionalen Wesen beginnen, das als euer höheres Selbst bekannt ist. Und wenn ihr euch darin übt, in offenem Kontakt mit einem höherdimensionalen Wesen oder Kollektiv zu sein, leitet ihr einen offeneren Kontakt mit physischen außerirdischen Wesen eurer Dimension und höherer Dimensionen ein. Ihr müsst nicht warten, bis alle bereit sind. Ihr müsst nicht warten, bis irgendein Regierungsbeamter die Wahrheit über Außerirdische und die Menschheit enthüllt. Ihr könnt mit euren Kontakterfahrungen beginnen, indem ihr mit eurem eigenen höheren Selbstbewusstsein beginnt. Wir sagen jetzt höheres Selbstbewusstsein, weil ihr nicht von eurem höheren Selbst getrennt seid. Ihr seid ein und dasselbe, aber es ist ein Aspekt von euch, der von einer höherdimensionalen Ebene aus operiert, einer höheren Bewusstseinsebene. Und die persönlichen außerirdischen Begegnungen, die ihr haben werdet oder die ihr hattet, sind mit Wesen, die andere Aspekte von euch sind. Das ist der beste Ort, um mit außerirdischen Kontakten zu beginnen. Du triffst dich selbst, ganz gleich, wen du triffst. Du bist immer du. Es ist immer ein anderer Aspekt von dir. Und ja, es gibt engere Beziehungen. Es gibt diejenigen, mit denen du eine Überseele teilst. Und es gibt Zwillingsseelen. Und es gibt Wesen, mit denen du dich immer wieder verbunden hast, und sie scheinen mehr du zu sein als irgendein Wesen, dem du jemals zuvor begegnet bist oder begegnen wirst. Aber in Wirklichkeit bist es alles du. Wenn ihr also mehr Kontakt mit anderen Aspekten von euch haben wollt, die in Form von Außerirdischen zu euch kommen, dann fangt damit an, mehr Kontakt mit euch zu haben, genau hier und genau jetzt. Seid in Kontakt mit eurem Selbst, euren Gedanken, euren Gefühlen, eurer Schwingung, den Dingen, die ihr glaubt und den Dingen, die ihr wisst. Kommt in Kontakt mit eurem eigenen Herzen, mit eurer eigenen Liebe, mit eurer Schwingungssignatur. Das ist ein guter Anfang, wenn ihr mit mehr von euch in Kontakt kommen wollt. Fangt bei euch selbst an. Und ihr werdet in diesem Universum immer mehr bekommen. Wenn ihr außerhalb von euch selbst sucht, ohne dieses Wissen zu haben, werdet ihr immer außerhalb von euch selbst suchen, denn letztendlich ist alles dazu gedacht, euch dazu zu bringen, nach innen zu schauen. Und wenn ihr das tut, werdet ihr sicher finden, wonach ihr sucht,
jedes Mal. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.